Na, ihr schönen Menschen, den wunderschönsten aller Analysen wünsche ich euch. Okay, das war jetzt der falsche Artikel, ja. Aber es ist verdammt lange her, dass ich eine Analyse gebracht habe. Viel zu lange. Ihr seid alle zu Recht sauer. Und ich habe euch jetzt als Entschuldigung einfach einen waschechten Stargast mitgebracht. Und zwar den GPL-Teilnehmer, der die zweitbesten Intros macht. Herr Ehle, was geht? Jojojo, servus. Ich finde die von Cringe auch ein bisschen besser als meine. Okay, ein gutes Comeback. Den gebe ich dir. Den gebe ich dir. Ne, also wirklich, die sind diesmal richtig insane. Also, ne, ich mache einfach jetzt schon mal Werbung. Wer die Intros von Ehle nicht gesehen hat, muss auf jeden Fall da hingehen und die einmal anklicken. Der Rest ihr könnt das Video danach sofort wieder zumachen, ja. Das lohnt sich nicht, aber die Intros sind fire. Ja. Bin ich auch der Meinung. Also bei den meisten Kämpfen ist echt das Intro fast besser. Ja, bei einigen von mir halt auch. Ja, Gen 8 ist halt, ja. Gen 8 ist so eine Sache, ne? Aber ich find's auch Gen 8 ist... Dass du das zweite Wort bei der Anmod falsch aussprichst und trotzdem nicht neu anfängst. Appreciate ich auch, muss ich sagen. Ja. Ja, ich mein Gott, ich bin ja schon bekannt, besonders echt zu sein, besonders ehrlich, ne, besonders sympathisch, also nicht, dass es damit was zu tun hat, aber es stimmt halt. Und ich versuche einfach das Ganze hier so ein bisschen ungeblümt irgendwie wiederzugeben. Hm. Perfekt. Ja. Alle anderen verstellen sich, ich bin wirklich so scheiße wie in meinem Leben. Okay. Ja, wir haben natürlich heute wieder mal ein Pokémon, was heißt mal wieder, also wirklich, es ist einfach zu lange her, das ist mir unangenehm, wie lange das schon wieder her ist, aber ich weiß noch, der liebe Ehle hier hat sich gewünscht, dass wir das zusammen machen, vor einem halben Jahr oder so. Ich glaub, vor Spielrelease vielleicht schon, also nach den Leaks halt, nachdem der Lex geleakt wurde. Ja, also es ist wirklich lange her und ich habe ja vor ein paar Tagen gestreamt und Ehle war auch am Start. Und da habe ich die Vorentwicklung von Infernopod, über den wir heute reden, gefangen. Und da sind wir irgendwie nochmal ins Reden gekommen darüber und haben gesagt, komm, wir machen es jetzt am Anfang der Woche einfach und machen ein Video dazu. So, Ehle, dann verrat du doch mal, warum hast du Bock auf Infernopod gehabt? Was fasziniert dich an dem Boy? Also, der war von den Leaks damals, die rauskamen, halt das Mon, oder ist bis heute eigentlich noch so, also das Gen 8 Mon, das mir designtechnisch am besten gefällt eigentlich. Mhm. Und ich finde den verdammt cool. Ich kann das nicht mal gut begründen, aber da passt einfach alles so. Und erinnert mich an Mushu aus Mulan. Das ist nochmal ein extra Punkt. Ja, ja, stimmt. Also, ich muss auch sagen, das ist safe eins der coolsten Gen 8 Pokémon. Rein optisch ist der ein absoluter Kracher. Also, ich würde dem, keine Ahnung, wenn ich sage immer so, ich gebe Pokémon immer Schulnoten so optisch. Der wird von mir halt eine 1 kriegen. Ja. Also, was Design angeht, der sieht einfach nur geil aus. Ich liebe es, wie der aussieht. Okay, ich finde diese, also Insekten, ich meine, das ist offensichtlich eins. Zum Typing kommen wir gleich noch, auch wenn das wahrscheinlich schon alle wissen. Und selbst diejenigen, die es nicht wissen, das kann man sich denken. Aber ich finde die einfach geil. Ich liebe auch diese Hundertfüßer. Auch wenn, keine Ahnung, ich mir manchmal so ein bisschen so Videos auf YouTube angucke, wie die so eine Maus fressen, diese Riesenteile. Das ist schon nicht mehr so schön. Da kriege ich immer Gänsehaut bei. Sind auch nicht so ungiftig meistens, ne? Was sind das, die 1000 Füßler? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 100 Füßler sind normal und 1000 Füßler nicht. Aber da müsste ich, keine Ahnung, Rob Bredel oder so fragen. Ja. Wir haben nämlich gerade vor der Aufnahme noch über diese alten Serien gesprochen, die damals auf RTL 2 liefen. Also Crocodile Hunter und alles, was ähnlich ist. Also die Jüngeren von euch werden das nicht mehr kennen, aber diejenigen, die so ungefähr unsere Altersgruppe sind, garantiert. Also falls jemand unter euch ist, der noch so Crocodile Hunter, Steve Irwin und Killer Instinct mit Rob Bradle, dem Typen, der die Schuhe trug, kennt, haut das mal unten rein. Das würde mich echt interessieren. War eine gute Zeit. Der war halt echt und Fleek. Damals schon. Ja. Ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, ob die irgendwann mal über 100 Füßer gesprochen haben. Aber mein Bruder hat tatsächlich immer 1000 Füßer gehalten und meine Schwester hatte auch immer viele Insekten, so Stabeuschrecken und so ein Kram. Also das war so deren gemeinsames Hobby irgendwie. Also mit Rieseninsekten bin ich auf jeden Fall schon oft in Kontakt gekommen. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Schön, hoffe ich, dass das schöne Begegnungen waren. Ich bin ja da so ein Typ, der sich so schon ein bisschen ekelt eigentlich. Von manchen ja. Also es gibt auch Sachen, boah, die finde ich halt auch einfach nicht mehr so schön. Und boah, also Spinnen zum Beispiel sind gar nicht so schlimm, aber wirklich 100 Füßer, also das, was wir hier gerade sehen,
diese Riesenteile, ich meine, wir alle kennen die, wenn wir im Wald unterwegs sind, die da so unter Blättern herhuschen, die so 3 Zentimeter lang sind, die kennen wir alle hier auch aus unseren Breitengraden, aber diese Riesenteile, ja, die so 40 Zentimeter lang werden und so dick sind wie 3 Finger, ja, oder so. Was schon kleine, boah, Schlangen, so mit Füßen halt. Ey, ohne Witz. Ey, die sehen halt so, die sehen einfach aus wie so Aliens irgendwie, so fette, ja, ja, harte, gepanzerte Teile mit riesigen Greifzangen und fetten Beinen und auch wie die sich bewegen und wie schnell die sind. So, also das ist schon ein bisschen auch so Magic-Karten-Vibes irgendwie, so die 1000 Füßler. Das könnte so easy so eine schwarze Magic-Kreatur sein, weißt du? Ja, genau. Und grün. Also die sind schon nicht ungefähr. Vor allen Dingen, wenn du dann siehst, wie die so eine Ratte fressen oder so, dann denkst du ja auch schon so, okay, ich bin raus. Ich bin froh, dass es sowas hier bei uns in der Ecke nicht gibt. Ja. Ja, so viel dazu, keine Ahnung. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass, also optisch ist der Boy geil. Wir können auch ganz kurz die Vorentwicklung mal einblenden. Ja. Mit dem geilen Schnauzbart. Finde ich super. Also ich will ja auch mal ein Team nach dem benennen. Thermomastash, ja, oder so irgendwas. Da. Einfach so den, so ein bisschen, ja, wie das Pringles-Logo, nur halt sein Kopf oder so, aber mal schauen. Das wäre mega cool, ja. Ich finde die beiden eigentlich ziemlich cool. Also, ne, letzte Entwicklung hier, Inferno Pot, ist wirklich einfach nur insane. Ja, passt halt auch gut, keine zusammen, Ahnung, ist so klein und dann wird halt richtig massive und nice, aber. Ja, ja. Aber auch nicht Overdesign, aber halt auch nicht Overdesign, so der. Nee, überhaupt nicht. Ich liebe irgendwie, dass sie so flach sind, aber oben so platt, so wie so eine Armbanduhr, diese segmentierten, weißt du? Ja, voll, ja. Keine Ahnung. Stimmt. So habe ich gar nicht gedacht. Ich kenne nur dieses Bild. Also oder halt echt geil. Oder so aus Kondompackungen zu sagen, kennst du das auch? Ja, ja, true. Ja, nicht, dass ich mich damit auskenne, ich spare mich ja bis zur Ehe auf, aber ja, ganz ehrlich, eine Uhr in deren Style wäre doch mega nice und die Zeiger sehen dann aus wie deren Bärte, weißt du? Oh, ja. Das würde ich voll sehen. Das ist echt krass. Also, wenn Pokémon Company uns hört, ne? Ich nehme eine 20% Gewinnbeteiligung für die Idee. Und ich kaufe auch ein paar Uhren. Also, ich trage ja viele Uhren. Das weiß man ja spätestens seit Cringes Intro. Ja. Ist ja so mein Ding. Zeit allgemein. Findest du cool, ne? Das Ganze, ja, ich weiß gar nicht, wie du drauf kommst. Also. Es war sehr subtil letzte Mal. Aber ich bin schon Fan, ja. Okay, wollen wir uns denn dem Typing annähern? Ja. Hast du Bock? Ja. Okay. Ja, Mann, ich hab Bock. Ja. Wir kommen zu Feuerkäfer. Ich glaube, das ist relativ obvious. Und das ist halt ein super nices Typing. Also, ne, was den Coolness-Faktor angeht. Wir kennen das bisher, glaube ich, nur von Ramoth, ne? Ja. Und ja. Dementsprechend sind unsere Stärken und Schwächen eigentlich auch gut bekannt, würde ich mal sagen. Ja. Ich hatte diese eine Attacke im Spiel. Oh, wie heißt denn die? Irgendwas so mit versteckter Kiesel, irgend sowas. Bernsteine, genau. Das ist halt nervig, aber. Oh Gott. Ja. Ich war gerade echt im Überlegen, was meinst du? Versteckter Kiesel. Ja, das war auch subtil. Ja. Ich kann auch subtil sein. Ja. Aber wir klappen die Schwächen einfach mal auf. Wie du schon gesagt hast, Gestein ist das Schlimmste, weil vierfache Tarnsteinschwäche kriegt also Hälfte Schaden, wenn er darauf reinwechselt. Wasseranflug ist okay. Es sind halt gar nicht viele Schwächen. Also, ich habe irgendwie immer. Als ich das eben zusammengebaut habe, diese Grafik, habe ich noch gedacht, irgendwie, sind es echt nur 3? Aber es sind halt schlimme Schwächen, ja, ne? Das Ding ist, bei Feuer, das ist ja eigentlich defensiv gesehen kein schlechtes Typing, gäbe es Rock nicht. Safe. Ja. Das ist einfach so. Der hat so viele Resistenzen. Das sehen wir auch, wenn wir die hier mal ausklappen. Das ist halt eigentlich ganz nett, würde ich mal sagen. Ja. 6 Stück ist nicht schlecht. Ja, vor allem richtig brauchbare. So Fee ist super praktisch, Eis ist super praktisch und Kampf. Also das ist schon mal. Ja, auf jeden Fall. Genau. Also kann man sich nicht beschweren. Ich meine, diese Tarnstein-schwachen Pokémon profitieren natürlich jetzt auch davon, dass es die Boots gibt. Ja, ne? Also für den ist das super ist gut. Ganz nice. Ja, genau. Das hat sich auch auf jeden Fall durchgesetzt. Ich meine, ist halt klar, ich glaube, das würde sich auch auf Ramoth durchsetzen, wenn es das dann bald gibt, irgendwann mal, per DLC oder so. Ja, ich frage mich auch schon, wie das wird. Ja, ich weiß nicht, ich hatte Ramoth sonst irgendwie was Krasses bekommen. Kraftreserve braucht er ja nicht so wirklich, ne? Nee. Ja, hier dran wird dann nervig für den, aber sonst. Schauen wir mal. Kann ja, Ramoth Erdbeben? Stimmt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Er kriegt einfach Erdkräfte spendiert. Ja, genau.
Setup, der sich nicht einfach auf Featuren. Nee, dann schon. Ja, okay. Also, das Typing ist, ich glaube, nicht besonders gut, aber auch nicht besonders schlecht irgendwie. Ich finde durch die Boots sagen, halt schon sehr brauchbar. Vor Boots. Ja. Yes. Ja, genau. Also schon im schwachen unteren. Ja. Die Boots retten das so ein bisschen. Ja, das stimme ich zu. Problematisch ist so ein bisschen, dass man Gesteins-Pokémon nicht so gut trifft, zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wie findest du die offensive Synergie von Feuer und Käfer? So mega gut ist die jetzt nicht, ne? Nee, die haben eigentlich viel links, ja, stimmt die. Vom gleichen gestoppt teilweise, ja. Und ergänzen sich halt auch nicht unbedingt. Also nee, nicht die verstärken krass. So teilweise, so gegen Pflanze ist doppelt praktisch so, aber das, wo Käfer, also Stahl, fällt mir jetzt gerade auf. Käfer kommt bei Stahl nicht so gut vorbei, da hat er einen Feuertyp, aber sonst ist ja wenig. Zum Beispiel Feuer resistiert jetzt schon beides von ihm, ne? Ja. Das ist so ein bisschen annoying. Ja, aber es ist ein cooles Typing. Aber kein richtig gutes, aber auch kein richtig schlechtes. Ich glaube, so kann man es irgendwie zusammenfassen. Ne? Nischen-Typing, so ein bisschen vielleicht sogar. So. Ja, genau. Apropos Nische, weißt du zufällig gerade aus dem Kopf, in welchem Tier der rumlungert auf Smogon? Ich weiß es gar nicht. Würde ich jetzt tippen? Ich guck mal ganz kurz. AUBL, okay. Das heißt, ich bin da so schlecht in diesem Borderline-Tier. Das heißt, dass der ist im AU erlaubt oder nicht? Nee, der ist nicht Juju, aber ein Ayu nicht erlaubt. So irgendwie. Genau. Also ist also quasi, was die Stärke angeht, Juju sozusagen, aber hat da nicht die Usage. Ja, wir können uns ja mal weiter vortasten, gucken, woran es liegt. Typing, wie gesagt, ist jetzt erstmal in keine Richtung irgendwie wirklich aussagekräftig. Ja, bist du bereit für die Werte? Ja, ich bin bereit. Okay, was sagst du denn zu diesen Numbers? Ich bin traurig über den Speed. Ich hätte ihm mehr gegönnt. Aber. Vor allen Dingen, wir haben es eben schon gesagt, das sind eklig schnelle Teile, ne? Ja. Ja, ab und zu, man muss ja nicht schnell sein, man muss nur schneller als ein Opfer sein. Das reicht ja dann, aber. Ja. 65 ist halt echt. Der hat, das hat schon wehgetan, wo das revealed wurde. Ich dachte, okay, der kann dann vielleicht mehr machen und so. Ist halt ein bisschen defensiver geraten, als ich es gedacht hätte, weil der sieht halt nicht defensiv aus, wenn man ehrlich ist, ne? Der ist auch so, nee. So ein, wie hast du es letztens genannt? Böller-Match, so ein Böller-Match-Mon. Ja. Yeah. Von optischen her. Ja. Verteidigung 65 ist halt auch nicht so krass. Aber ja, das ist halt ein Tank, ne? Also 100 HP ist voll brauchbar, man kriegt auch die guten Subs und kann gegen Nightshade, Geowurf, wie sie alle heißen, agieren. Genau, also KP-Wert ist halt absolut insane. Ja, umso mehr möchtest du halt Boots haben, weil diese schöne KP möchtest du auf jeden Fall behalten. Ne? Ja. Aber ansonsten, der sticht halt, ne, außer KP und Angriff, mit nicht so richtig, richtig gut hervor. Aber so richtig Giga-Kacke ist er halt auch in nix. Also klar, Verteidigungswert ist nicht so toll, aber es wird durch KP halt eben ausgeglichen. Und Speed ist auch nicht so super, aber es geht halt alles noch. Genau. Also, ich finde 90 SPDF ist auch brauchbar. Also das ist absolut. 190, ja. Was speziellen Work angeht, ist echt richtig knackig. Ja, ne? 90, also 90 wäre halt beim Special Attack wäre halt cooler, als die den Powers noch geben würde. Dann wäre das auch grundsolide. Ja. Also so ein bisschen so wie Mienshao, der eigentlich auch irgendwie physisch ist, aber speziell halt auch irgendwas auspacken kann. Genau. Müssen wir dann später schauen, ob da Infernoport auch was im Petto haben könnte. Ja, aber es ist ein Coverage. Ja, es ist ein guter Durchschnitt, würde ich sagen. Aber das heißt guter Durchschnitt, so Durchschnitt halt. Ja, irgendwie sind die Werte ähnlich wie das Typing. Wenn man das Gesamtpaket noch nicht kennt, glaube ich, kann man wirklich noch gar nicht einschätzen, ob das Moment jetzt gut ist oder nicht. Das kommt einfach echt auf Fähigkeiten und Moves jetzt noch an. Also ist nicht so, dass, meiner Meinung nach zumindest, ich weiß nicht, wie du siehst, die Werte geben jetzt noch keine Richtung an. Also die sagen halt, ey, ich bin Bulky Morn, das wahrscheinlich physisch angreift, aber ja. In welche Richtung mache ich was? Was die Werte, ne? Vielleicht so ein bisschen diktieren ist, dass es wahrscheinlich nicht super vielseitig ist, aber schauen wir mal. Ja, true. Aber ja, was explizit kommt, so weiß man jetzt nicht. Ist es der krasse Breaker oder ist es, keine Ahnung, so ein Spedef-Tank? Ja, genau.
Ja, ich würde sagen, finden wir einfach raus, weil zu den Werten, die muss man halt wirklich einfach jetzt, die kann man gar nicht hart genug bewerten. Man mocht irgendwie also so das Gesamtpaket, glaube ich. Ja. Ne? Aber man kann festhalten, ja, 100 genau. HP ist guter Balk mit und ja, der Attack ist natürlich schon schmackig. Genau, ja, kann man nichts gegen sagen. Der haut schon rein, das kann man schon rausahnen. Jo, true. Ja, wenn er gleich so wie Kehrtwende oder ein paar fette physische Feuersteps dabei sind, dann ist er ganz gut ausgestattet. Aber wir gucken uns einfach mal die erste Fähigkeit an, die er haben kann. Der hat 3 Stück, die mindestens interessant sind, würde ich sagen. Ja. Und ich weiß nicht, wie findest du die erste Feuerfänger denn so für den? Eigentlich ist das ganz okay, oder? Die ist ziemlich gut, würde ich sogar sagen. Nimmt ihn halt eine Schwäche nicht weg, aber es gibt ihm eine Switch-Möglichkeit mehr. Ja, und das hilft vor allen Dingen schon irgendwie, weil wir haben eben gesagt, Feuer-Pokémon resistieren seine Steps. Jetzt können die mit ihren Steps ihn halt gar nicht mehr touchen. Das kann schon ziemlich nice sein für einige Matchups, ja. Ne? Vor allem, was haben Feuermons für Coverage auf Boden so? Wird man jetzt ein Q auf der Melitant die ganze so und der wird halt vom Käfer ein bisschen resistet. Also in die kommt er dann eigentlich trotzdem gut rein. Was er dann macht, ist halt wieder eine andere Frage, aber eigentlich in der Theorie kann der eigentlich immer Progress generieren für den Spieler. Vor allem, wenn man eine Feuerattacke richtig predicted und einen Free-Switch hin hat. Also, Feuerfänger. Vor allem Feuerfänger, finde ich, ist halt für Teambuilding-Aspekte eine sehr gute Fähigkeit, weil du da halt viel leichtsinniger ein starkes Pflanzenmon oder so reinnehmen kannst oder ein Eismon, was auch immer. Also, das hilft ein Team schon mal. Es ist halt immerhin eine Immunität, sogar mehr als das, weil ja du kriegst halt auch noch diesen Buff, den willst du halt nicht unbedingt einem Pokémon geben. Ne? Genau, in der Theorie kannst du dann auch direkt mit einer Feuerattacke zurückhauen, wenn das gegnerische Mon nicht auch Feuerfänger hat. Also das kann ja nur ein Feuermon sein, aber wenn du dann boosted bist, ist halt trotzdem guter Schaden. Ja, genau. Aber nochmal so ein Punkt, du hast gerade ja gesagt, Erdbeben ist eine schöne Coverage für Feuermons, Pflanze ist ja auch eine gute Coverage irgendwie für Feuermons. Das resistet der halt auch einfach vierfach, ne? Also mit Feuerfänger kann der einige Feuermons wahrscheinlich einfach echt krass countern. Also weil auch oft wahrscheinlich so Standard-Coverage schon denen nicht viel macht, Ich glaube, der stoppt die halt einfach, ja. Ja, das ist true. Vielleicht kann er das ja auch irgendwie abusen oder so, nachher mit ein paar Moves. Schauen wir mal. Ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal Fähigkeit Nummer 2 an, weil Feuerfänger ist eigentlich, glaube ich, einfach eine gute Fähigkeit. Liegt natürlich auch immer am Maulen, aber ich weiß nicht. Ich gucke noch mal ganz kurz, wer hat alles Feuerfänger? Chandelure fällt mir ein. Genau, ich will mal schauen, wer das alles hat und wer das auch alles spielt. Okay, also Vulnona nicht, weil das Ding Dürre hat. Das ist viel wichtiger. Genau. So, Arcani auch nicht, aber der hat Bedroher, das ist auch immer krasser. So, Galoppa abused das auf jeden Fall. Tornupto auch. Ja, true. Hundemon eigentlich auch. Heatran hat das immer, Skelara hat das immer. Es ist meistens von diesen Pokémon schon eine Fähigkeit, die auf denen noch gespielt wird, ne? Ja. Weil teilweise auch die Konkurrenz nicht so krass ist. Also Angsthase ist jetzt nicht so nice auf Galoppa. Aber ja, ist auf jeden Fall eine der besseren Fähigkeiten. Ich würde sagen, in der oberen Hälfte. Auch Abilities, die dir eine gratis Immunity geben, sind eigentlich nie schlecht. Oder nie grundsolide schlecht. Genau, vor allen Dingen einfach, es kommt zu den 6 Resistenzen einfach noch eine Immunität dazu. Das ist 3-7, das ist absolut fein, sag ich mal. Ne? Alright, Fähigkeit Nummer 2 ist ein bisschen uninteressanter, sag ich, aber hat zumindest im Draft wahrscheinlich Nischen, und zwar Pulverrauch. Ja. Ja. Bedroher von Arcani, das Stichwort. Nicht sehen, ne? Genau, Bedroher ist ein Stichwort. VGC ist das vielleicht auch noch ein bisschen relevanter als für Singles. Ja. Safe. Also mainly Bedroher ist hier auf jeden Fall eine Sache, die da interessant ist. Klebennetz so halb, denke ich mal. Ja, das Problem ist, dass das ein bisschen antisynergiert mit den Boots, weil du berührst das Sticky Web dann theoretisch eh nicht und dann musst du halt nicht wirklich das ist draus mit Pulverrauch. Das ist halt das Ding. Genau, und du bist halt auch eh schon langsam. Also ist wahrscheinlich eher der Bedroher hier. Meine, es gibt bestimmt Sets, die man halt ohne die Boots spielt, wo Pulverrauch dann vielleicht auch besser ist, einfach weil du dann gegen Intimidate immun bist und gegen Sticky Web und was da halt dir halt alles entgegengeworfen wird. Ja. Aber also wenn man die Wahl zwischen den ersten beiden Abilities jetzt hat, dann nimmt man, glaube ich, zu 90% Feuerfänger.
Schätze ich auch, genau. Also wenn man sich vorstellt, man hat den jetzt hier im Draft, in welchem Tier er auch immer landet, also sagen wir mal so, er ist nicht in der Shitmon League drin. Ja, genau, aber da wird man, Feuerfänger wird wahrscheinlich so die Standardfähigkeit auf ihm sein. Pulverrauch hat Nischen und ja, Fähigkeit Nummer 3, zu der wir, wenn du möchtest, auch kommen können, hat auch ein paar Nischen, aber ich glaube sogar fast noch weniger. Ich weiß nicht, wie du siehst. Flammenkörper. Finde ich aber auch nicht schlecht, wenn ich ehrlich bin. Nee, es ist nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob er das richtige Pokémon dafür ist. Also 30% Verbrennungschance, wenn du ihn touchst. Das ist halt nice. Das ist eine gute Fähigkeit. Vor allem, da kommt halt den U-Turn rein. Ganz easy vom Gegner. Ja. Besser als Ramot es genau damals getan hat. Also, weil er halt nicht setupen will wahrscheinlich. Und ja. Also, ich habe jetzt wieder mal die Liste auf. Und irgendwie sind es fast immer auch die Feuerfänger-Pokémon, die Flammkörper haben. Das ist ganz oft so. Galoppa, Vulnona, wer hat das noch alles? Hat er nicht Feuermon Flammenkörper? Nee. Obwohl, nee, warte mal. Ich hab nochmal Feuerfänger eingegeben. Ich voll die Flammenkörper. Genau, die also Galoppa hat haben die gleichen Monster auf Feuerfänger. Nee, also es ist Galoppa, Heatran und Skelabra. Und Monte Carlo. Also es sind immerhin noch drei, die beides haben. Genauso wie er auch. Ja. Ich glaube, Heatran hat noch keinen Access dazu. Aber. Ja, kann sein. Aber Feuerfänger ist halt besser für Heatran. Genau, also der Einzige, wo ich sagen würde, ey, der abused Feuerfänger, Flammenkörper, sorry, richtig gut, ist halt Monte Carlo wahrscheinlich. Ja. Weil der hat eh eine vierfache Feuerresistenz, der macht eh keinen Schaden, der braucht den Feuerfänger nicht und der hat sau viel Bulk, den wirft man oft rein. Klar, Infernoport hat auch Bulk, aber halt leider nicht auf der physischen Seite, er ist ja deutlich schwächer und es geht ja halt um Kontaktmoves, die sind halt öfter physisch als speziell, ne? Stimmt. Ja, aber kann man sicherlich mal bringen. Ich muss sagen, also bestimmt. Für Singles, glaube ich, ein bisschen einseitig. Da dominiert, glaube ich, Feuerfänger. Und vielleicht auch Flammkörper, Pulverrauch sehe ich in Singles irgendwie gar nicht. Aber ich muss sagen, für Draft sind das jetzt alle drei brauchbar und abusable. Absolut, Also wenn du halt... Kann ich mir vorstellen, dass man den, wenn man den draftet, safe alle einmal spielt. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Vor allem, wenn du halt echt Counter-Teamen kannst und du weißt, welche physischen Angreifer der Gegner hat, dann bietet sich der halt echt ab und zu an, also als Flammkörper-Lure. So. Ja, genau. Also ja, vor allen Dingen, weil Coverage jetzt ja auch ein bisschen predictbarer geworden ist, auch durch Wegfall von Kraftreserven oder so. Finde ich das ein bisschen einfacher, so Counter zu bauen oder zu wissen, was man wo reinschmeißen kann, ne? Ja, genau. Ja, also Fähigkeiten sind für mich da tatsächlich unterm Strich, vor allen Dingen in dieser Vielfalt, doch ein Pluspunkt, muss ich sagen. Was würdest du Schulnoten technisch hier geben? Würdest du sagen so? Ich glaube, das gibt eine 2, ganz ehrlich. 3 plus, hätte ich gesagt, aber auch mit Tendenz nach oben, Ja, doch sehe ich. Auf jeden Fall, weil viele Pokémon haben immer eine Fähigkeit, nur die gut ist. Weißt du, vielleicht mal 2, aber die sind halt alle 3 in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung. Feuerfänger, wie gesagt, auf jeden Fall eine nice. Und dann haben wir 2 schöne Nischensachen, die man gerade im Draft halt mal benutzen kann. Also, da gibt es Pokémon, die sind deutlich schlechter ausgestattet, ne? Ja, auf jeden Fall. Das sind halt auch 3 Fähigkeiten, bei denen ich mir halt vorstellen kann, wenn man irgendwie beim Leddern Infernoport begegnet und man gerade eine Fähigkeit nicht auf dem Schirm hat, dass man dann auf Guard erwischt und raged. So wie, keine Ahnung, ein bisschen Sticky Web Team, dann kommt er mit Pulverrauch um die Ecke oder so. Ja, genau. Und da denkst du ja auch so, fuck, ich kann mit meinem Feuer-Pokémon hier nicht angreifen, ich drück mal U-Turn und dann. Obwohl, nee, du kannst ja gleich verbrannt werden. Ich bin ein Idiot. Aber keine Ahnung, du kannst Feuer-Kabel schon nicht einsetzen und U-Turns auf ihn und verbrennst mein dann. Feuer-Pokémon, das vorhin von Soak getroffen wurde, jetzt raus U-Turnen muss. Kann sein. Wer weiß. Also dann bin ich. Das sind alles dann Sachen. Bin ich also dann bin ich definitiv Rage. Ja, true. Okay. Ja, letzter Punkt, wenn du Bock hast, gucken wir uns die Moves an. Ja, sehr gerne. Und ja, die erzählen uns jetzt dann endgültig, was haben wir hier vor uns. Und ich blende sie einfach mal ein. Das sind so die Moves, die am interessantesten, wichtigsten oder was weiß ich sind. Und der erste sagt eigentlich direkt alles aus. Feuerpeitsche. Ele, Alter. Was macht Feuerpeitsche? Feuerpeitsche ist ein physischer Feuermove, der zu 100% die Verteidigung senkt. Yep, den kennen wir vor allen Dingen von Fonifras. Ehrenmann. Also.
Ja. Das Lustige ist jetzt, jetzt kommt eigentlich zuerst die Parallele, weil Funifras ist ja eigentlich so dieser Ameisenbär-Dings. Ja. Ja, man, der ist halt Insekt zumindest, aber es gibt ja auch Feuerameisen, das wird eigentlich richtig passen. Ich weiß auch beim Chinese Riddler, kennst du den zufällig? Bestimmt, ne? Das sagt mir gerade. Der, der auch immer Leaks gemacht hat, aber schon viel früher als alle anderen, also ohne Data Mining, der anscheinend ein Insider so ist und der macht das aber als Rätsel quasi. Und hat ja auch diesen. Doch, klar, der, die kenne ich. Beim Pokédex, den er für Galar geleakt hat, da war eben auch eine Feuerameise drauf. Und wahrscheinlich wäre das für Infernopod wahrscheinlich der Hinweis gewesen. Ja, kann sein, dass er das da meinte. Ja, dann müssen wir mit dem auf jeden Fall mal in den Zoo und ihm ein bisschen aufklären, weil. Ameise ist ja. Er hätte lieber einen Ausschlag von so einem Tausendfüßler nehmen sollen. Ne? Hätte man auch. Ja. Dann hätten es wahrscheinlich. Oder ein Alien genau, oder so. Dann hätten es wahrscheinlich zu viele gewusst. Ja, ist ja kein Riddle. Aber ja, diese Bilderrätsel, die sind tatsächlich ziemlich nice gewesen. Ja, aber nochmal ganz kurz zurück zu Feuerpeitsche und noch zu Funifras. Ich würde jetzt einfach ein Statement raushauen, das hier ist ein Funifras auf Steroiden. Ja. Also, die haben halt beide 65 Speed. So, und Funifras ist auch mixed ganz gut aufgestellt, leichte Tendenz zum speziellen Angriff, aber ich kenn's zumindest aus der SML, dass Funifras mit seinen 97 Attacks einfach wirklich alles bricht. Du kommst halt auf den rein mit irgendwas, was Feuer meinetwegen resistiert, du droppst die Death und haust dann mit Coverage drauf. Ja. Und die Coverage, die wir hier sehen, ist absolut rund. Gerade für Water-Types haben wir Donnerzahn und Blattgeister zur Auswahl. Knock-Off, den du auch immer drücken kannst. Käfer-Steps sind auch absolut solide. Also, der Move-Pool ist nicht riesig von Infernopod, aber der ist so rund. Mega geil. Wenn wir kurz anfallen ist, senkt immer den Angriff. Genau, wie heißt der auf Englisch? Weiß ich gerade. Egal, ja. Lunge. Genau, Lunge, genau, weil ich kenne den noch von der Spinne da aus Gen 7. Ja, das, das haben viele Mons, haben das so random. Mosquito, Chabelle, ja, Mosquito haben das, Anestro. Genau, ja. Genau, Maskeregen hat das, Volbeat. Ja. Es gibt ein paar Mons, die das auf jeden Fall haben. Genau, ja, das kann, also, ne, anfallen wirst du auf der Ladder nicht zocken, ja. So, da wirst du halt Blutsauger spielen, aber für eine Draft-Liga ist anfallen auf jeden Fall ein cooler Move, denke ich mal. Ich finde halt, Blattgeißel ist so gut für ein Feuermon. Also. Ja, also echt. Wie gesagt, Pflanze, Feuer ist, was Coverage angeht, insane. Weil du triffst halt Water-Types damit und Gesteins-Pokémon auch, die halt in Feuerangriffe reinkommen. Und ich meine, ey, selbst die physisch richtig tankigen Gesteins-Mounts, die kriegen einfach einen Minus-Drop rein von Feuerpeitsche und dann haust du den mit einer Blattgeißel hinterher. Also wenn die ein bisschen gechippt sind, dann droppen die halt einfach. Ne? Ja. Das ist schon ziemlich geil. Weil man muss sich halt echt zweimal überlegen, was man in den reinholt. Weil wenn echt die Feuerpeitsche kommt und danach ist halt, ja. Das ist genau. Rätseln, was du. Also, Feuerpeitsche ist einfach ein insaner Move. Das ist so. Also bisher sind diese immer Drop-Moves, sag ich mal, ja eher auch schwächeren Pokémon. Schlapfel und Drapfel haben das ja im Prinzip auch noch, ne? Ja. Ja, oder der Move ist von Haus aus halt schwächer, so wie Icy Wind. So ist halt von der. Genau, aber Icy Wind ist halt im Prinzip Speed, so, das ist, der wird halt immer stärker. Ja. Also Feuerpeitsche bufft sich halt quasi selbst, wenn man so will. Profitiert doppelt irgendwie davon, so. Genau, das ist es halt. Du kannst auch einfach auf Feuerpeitsche bleiben. Also, hey, ne, ich habe Funifras gespielt und wir haben den auch in der Shitmon League jetzt öfter in Aktion gesehen. Klar, der ist lahm, der wird auch wohl mal revenged, aber einwechseln in den macht einfach keinen Spaß. Der haut einfach mit der Coverage halt alles weg und Infernopod macht das genauso. Die Coverage ist mega super. Der hat auch den Bulk, um dann auch mal drin zu bleiben und dem wirklich einen fetten Hit zu geben, dem Gegner. Das Coole ist ja auch einfach, dass er Step Recovery hat mit Blutsauger, der ja auch nochmal stärker wird, wenn du was gedroppt hast. Das ist echt cool. Also sind wir mal froh, dass er nicht ganz so schnell ist irgendwie. Sonst, als Gegner keine Ahnung, ist das natürlich besser, ja. Ja, aber die Moves. Ja, ich glaube, das Mon wäre sonst hyper unangenehm. Stell dir mal vor, der hätte so 90 Speed. Boah, ja. Alter, der wäre so insane. 92 mit der Land auch noch speedet später mal. Ja. Bin das so der Fan von diesen Mons, die halt echt so knapp über einem Speed-Level sind? Also nicht 80, sondern, keine Ahnung, ja, 81 wie Garados oder so. Das ist halt immer relativ praktisch. Ja, genau. Oder so 101 Initiative oder so. Also ich würde sagen, das Einzige, was Infernopod im Movepool fehlt, ist vielleicht U-Turn. Ja, oder Patent Pass. Den hat er leider nicht.
Was echt sad ist. Wer ist halt auch nicht. Dafür haut er halt alles zu Brei. Also ja, wie gesagt, du musst schon mit etwas reinkommen, was Lavapeitsche, also Feuerpeitsche, sorry. Ich sag immer Lavapeitsche, das ist ein Zauber in WoW. Okay. So, also du musst halt mit etwas reinkommen, was von Feuerpeitsche nicht mega viel Schaden bekommt und ihn dann am besten outspeedet und one-hittet. Genau. So. Ansonsten droppst du halt an dem einfach einen Maul, sobald er drin ist. Ist einfach so. Ich mag den. Weil Feuerpeitsche einfach krass ist. By the way, wir haben gerade mal auch über Schlapfel, Drapfel und über diese Moves geredet, die immer was droppen. Ja. Es kommt ja jetzt ein Gala-Zapdos irgendwann mit dem zweiten DLC. Ja. Und angeblich soll der auch so einen Move bekommen, der halt immer die Verteidigung sinkt. Ja, habe ich auch gehört, ja. Aber so ein Fighting-Move, glaube ich sogar, ne? Kein Elektro-Move. Ja, genau. Den kannst du halt immerhin mit Geistern dann wahrscheinlich schlucken. Aber ganz ehrlich, so ein Move auf einem Mon, dass man richtig gute Werte haben wird. Ja. Und das Witzabdos ja halt. Die einzige Angst, das die, könnte dass die das dumm verteilen. Das muss man Game Freak leider immer zutrauen. Ja, aber meistens sind diese Werte von Galamons ja nicht sehr weit abgewichen. Ja. Ich glaube, das Höchste, was wir mal gesehen haben, ist 30. Ich glaube, die werden nicht so hart reinscheißen wie bei dem, wie heißen die? Ultra-Bestien. Ich glaube, das wird schon ein bisschen balanceder sein. Ja, aber es darf halt wieder nicht zu balanced sein. Es muss halt schon. Nee, genau, genau. Aber ja, da können wir dann wahrscheinlich das erste Mal ein wirklich fettes Mon mit so einem Move sehen, weil machen wir uns nichts vor, Inferno-Pot ist halt gut, auch zu gut zum Beispiel für die Shitmon League, aber der ist halt auch einfach kein OU oder UU-Material. Wir haben ja auch gerade eben gesehen, ne? Der ist halt nur gebannt im AU. Genau, also ist nicht so, dass der Usage hat hier. Da fehlt halt einfach der Speed. Ja. Das ist so. Und auch was, also so ein bisschen das Item ist halt auch. Ich meine, schön, dass er Boots hat. Boots sind toll, aber es ist halt einfach, dass er kein Item hat jetzt. Keine, ne? Quasi. Recovery abseits vom Blutsauger. Und Rest halt. Genau. Setup ist auch so eine Sache. Ich meine, wir sehen hier einrollen, was ein guter Setup-Move ist. Die Frage ist halt, will er das machen? Will er unbedingt einrollen spielen? Wie? Also, wann die Sache ist halt, dass du mit Feuerpeitsche sofort Progress machst, ne? Finde ich Irrlicht schon besser, einfach weil es dann in der Def mehr tankt dann. Ja, genau. Toxic geht ihn ja auch noch ab, ne, weil es noch keine TM ist. Da wird bestimmt auch irgendwann mal kommen. Genau, glaub, den hat er leider Toxic nicht. Toxic profitiert ja auch noch mal, glaube ich. Ja, bestimmt. Ich habe jetzt auch mal gesehen auf Showdown, dass tatsächlich ein Sleep Talk Set bei dem irgendwie Standard ist. Einfach nur Feuerpeitsche und Abschlag. Fand ich auch witzig. Ja, also ich habe den im OU tatsächlich schon öfter mal gesehen, weil das Nischenmon wird er schon gerne verwenden. Gerne ist jetzt vielleicht übertrieben, aber der ist jetzt kein Hirngespinst im OU, also den gibt's da wirklich. Arrest, aber das sieht man halt oft mit Abschlag, Feuerpeitsche eben und Blutsauger, ja, mit den Coverage-Moves halt, je nachdem, wie das restliche Team zusammengestellt ist. Genau. Aber ich sag auch, wenn du ein OU-Team baust, du baust ja nicht auf den so oder gegen den. Der kann halt auch schon Teams halt echt löchrig hauen. Also das ist... Rad? Ja, safe. Das ist einfach cool. Also es ist halt ein Breaker. Ich glaube, das kann man so klar benennen. Schätze ich mal. Weil Breaken tut er halt. Wenn der Gegner nicht zusätzlich, also nicht ausgerechnet Feuerfänger hat. Ja. Ist halt lästig. Dann kommt er halt durch. Vor allem mit 65, also mit Walls wirst du sogar speeden können eigentlich. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, also, weil die gibt es halt noch ein bisschen Speed mit, damit da, keine Ahnung, so Walls, die eine 70er Base haben, outspeeden vielleicht, die aber kein Init spielen. Doch, da geht das eigentlich schon voll fit so. Ja, genau. Also ich würde ihm wirklich als Rolle, würde ich dem Breaker zuteilen. Ja. Das ist natürlich ein recht einzigartiges Mon, ne? Das Einzige, was das so ein bisschen halt auch bisher gemacht hat, ist halt Funifraß. Ich meine, Feuerpeitsche, so Salazzle hat das auch, aber ganz ehrlich, niemals spielt man auf dem Feuerpeitsche, ey. Keine Ahnung. Stimmt. Das ist leider so. Ich weiß nicht, hat das noch einen Morn? Ich guck mal ganz kurz. Aber angenommen, es gäbe die Boots nicht, ne? Dann würde ich bei denen sagen, ja, EV-User. Ja, safe. Ja, sehe ich, absolut. So ein Tiefschlag hätte ihm wahrscheinlich auch noch gut getan, wenn ich so drüber nachdenke. Boah, auf jeden Fall. Hat denn irgendwas, was Speed boostert, der Agility auch nicht? Schade. Nee, leider nicht. Das habe ich nämlich auch eben geguckt. Das wäre auf dem auch richtig gut. Eigentlich mein Movepool ist noch ein bisschen klein, muss ich sagen, aber vielleicht ist er wirklich. Kommt da noch was. Eventuell, wenn ein DLC. Ja.
Wurden ja Move-Tutoren, ich mein, wurden der ja hat halt alles, was er will. Genau. Aber die Links wurden auch ja, schon das, das Wichtigste ist da. Ja, er hat, ja, er kann, der kann schon arbeiten auf jeden Fall. Aber er kann vielleicht nur effektiv ja. arbeiten. Also, ne, der vermisst jetzt den Schwertanz oder die Kehrtwende oder die Agilität nicht so sehr, wie er zum Beispiel Blattgeißel oder Donnerzahn oder Abschlag ja, vermissen das würde. Auf jeden Fall, ja. So, ja. Blattgeißel würde man sich auf jeden Fall wünschen bei ihm, wenn er die nicht hätte oder irgend sowas in die Richtung zumindest. Ja, safe. Genau, Blattgeißel haben wir auch viele Mons bekommen. So als Coverage jetzt. Ist eigentlich ganz ja. cool. Ja, ansonsten, so overall ist das halt ein cooles Pokémon. Also mir hat Phonifras sehr viel Spaß gemacht, immer zu spielen. Dann wird der hier mir auch viel Spaß machen. Ich weiß halt nur noch nicht wo. Weil ich glaube, in der Chipmon League können wir den halt einfach echt nicht erlauben. Keine Ahnung. Hatten wir in der GPL im A, glaube ich sogar, ne? Ich glaube, der relativ. Der ist ein bisschen teuer. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den im A draften würde, ganz ehrlich. Keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel ein Tier drunter sehe, was haben die Leute da so gedraftet? Ich gehe mal ganz kurz. Ja, da haben wir ja so in der Kategorie mit Vikavolt, Keifel. Das noch, ich glaube, Genet ist auch noch in dem Tier, was mir spontan einfällt. Genau, ich guck mal jetzt einfach mal ein paar Kader ganz schnell an und sag mal ein paar Mons, die ein Tier günstiger sind, als der, die ich besser finde oder gleich. Also ich finde Wasserquill als Mon besser als ihn. So, aber Wasserkill ist auch wirklich sehr, sehr günstig im dritten Tier. Also Lacker, wer sich das draftet. Ich finde, Voltula ist auch. Hast du eigentlich gewusst, dass Wasserkill Agilität nice. Hat? Ist eigentlich auch geil. Ernsthaft, hat er? Kann man vielleicht auch mal was. Ich könnte mal Double Dance, Burg ab kann Agilität man machen, glaube ich. Ja. Ich glaube, das könnte den Gegner. Ja, nur hoffen, ich glaube, das könnte den Gegner echt überraschen. Also. Ja, so, okay. Gehen wir weiter. So, was haben wir noch? Egal, was du gesagt hast, deine Mons sind auch so gut. Ey, auch Viridium, der hält da locker mit. Ja, genau. Hast du dein eigenes Mon gerade vergessen? In welchem Tier es ist, habe ich vergessen. Okay. Drampa finde ich auch. Der ist nicht viel besser als hier Drampa. Hier normale Rotom, sehe ich gerade. Kofek, ja, genau. Gortron. Den sehe ich den schon gleich gut, oder? Skandi. Ja, Gallade hast du eben auch schon gesagt, glaube ich, ne? Oder Pampros auch. Also klar, der ist geil, der ist unangenehm auch für den Gegner, aber das muss ein Breaker auch sein. Die Sache ist, der kickt halt diesen einen Kill und wenn er einen gemacht hat, du kriegst dann immer einen Revenger rein. Der Revenger hat noch nicht den Death Drop und du wirst idealerweise was gebaut haben, was Rock Coverage hat. Es ist ja nicht so, dass alle Welt auf Kraftreserve Gestein angewiesen war. Also, ja, den kann man ein Tier droppen. Rock nicht so, weil Rock gibt's halt Felsgrab. Ja. Glaube ich, so mindestens 3 Chance gibt's Felsgrab als DM. Also die ganzen Altmons können das einmal auf jeden Fall. Ja. Also das war jetzt auch. Auch Steinhagel. Ja. Jedes Kackmon kann Steinhagel einfach. Ja. Ich glaube, die sind auch immer noch DMs, glaube ich. Sogar in der Chance sogar noch. Also. Oder halt irgendwie so. Also sagen wir mal ganz kurz so, es hat mich nicht gewundert, dass er nicht gedraftet wurde. Was schade ist, weil ich den einfach ausempfinde. Ja. Ne? Aber ja, ist ein bisschen teuer wahrscheinlich. Aber was wissen wir schon? Vielleicht unterschätzen wir es ja dann am Ende doch noch ein bisschen. Keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er halt super, super obvious ist, was er macht. Ja. Man kann den outpreppen, weil der U-Turn nicht auf die wenigen Checks, die er hat. Es sind halt natürlich nicht viele, aber er kann halt immerhin auch nicht drauf U-Turn. Das heißt, er ist einfach ein super Matchup-basedes Mon wahrscheinlich im Draft. Aber vielleicht gibt es ja von den Zuschauern ein paar, die den mal in einer anderen Liga gespielt haben. Würde mich interessieren, wie da so eure Erfahrungen sind. Ja, angenommen, echt, wenn du jetzt Feuerfänger drauf hast, der wollt Liberlo, so. Ganz normal. Ja, das stimmt allerdings tatsächlich. Aber Libello, U-Turn halt drauf. Das kann er nicht. Also, wir haben eine Sache übrigens vergessen. Der hat eine Giga-Form. Die sieht auch mega geil aus. Die habe ich tatsächlich im In-Game sogar gefangen. Sogar relativ früh. Also sobald dieser Exploit da released, wie man halt Giga-Monster erfangen kann. Das war der erste, den ich da gehuntet habe quasi. Finde ich insane geil. Ich finde den tatsächlich auch cool. Also, das ist einer der schöneren Giga-Formen auf jeden Fall. Also, die meisten davon finde ich nicht so toll. Ich blende sie hier auch noch ganz kurz ein. Die meisten werden sie gesehen haben. So sieht er halt aus in der Giga-Form. Hat halt auch so eine humoristische Note, ne? Wie gesagt, mit dieser chinesischen Mauer-Andeutung.
Genau. Find das und sein Spezialmove war, glaube ich, so ähnlich wie der von Glurak. Auch, dass der du getrappt, noch so eine Art Feuerwirbel hast, ne? Oder? Genau, und trappen tut er auch, glaube ich. Aber macht er nicht auch Schaden? Ja, Schaden machen ja alle G-Max-Move. Ja, ne, ich meine, so, noch, über mehrere Runden, glaube ich. Ich glaube, das macht nur der von Glurak und der von denen trappt, aber da würde ich mir jetzt nicht festlegen. Okay, also laut PokeWiki macht das auch noch 4-5 Runden Schaden, aber was weiß PokeWiki schon? Ich habe, also klingt jetzt wie ein Scherz, aber manchmal stehen da halt einfach falsche Sachen. Ja, aber ich glaube, bei sowas werden. Auch kein Hate jetzt gegen PokeWiki, ja, aber. Aber sowas werden die, glaube ich, schon relativ sicher die richtigen Infos haben, ja. Ich nehme auch an, ja. Also, die Sache ist halt, Gigaformen sind einfach wirklich nicht so wirklich wichtig, weil die nur in manchen Draft-Ligen erlaubt sind, auf der Ladder halt nicht. Das ist fürs CP unter dem Aspekt, wir das ja immer analysieren, einfach nicht relevant, weil es einfach Broken Shit Ubers ist. Ubers sind ja aber auch erlaubt, glaube ich. Aber ich glaube, genau. Ja, aber genau, unseres Wissens nach trappt er und macht, also es ist ein Feuerwirbel quasi. Ja. Also, weiß ich nicht, ob das ein toller Giganutzer ist, weil der hat halt diese Feuerpeitsche nicht in seiner Giga. Der ist sogar auch in der Tierlist bei uns. Ich glaube, den habe ich ganz am Anfang auch geplant, aber einfach, weil man nicht die Boots spielen darf, also mit der Regelung fand ich den halt in der Giga gar nicht cool. Nee, der ist im höchsten Tier, ne? Ich finde den da auch eher teuer, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube nicht, dass man den runterpacken kann ins zweite, aber der ist auf jeden Fall einer der schlechteren Gigaformen im höchsten Tier. Ja, ich finde da auch bin ich fast, mir sicher. Wenn du nicht gerade das Hazard Removal Team schlechthin hast, ist das halt fast undraftbar ohne Item, finde ich. Ja, sage ich auch. Ich meine, ey, der wird super insane bulky, ne, also jetzt musst du mal schauen. Der macht halt dann schon ordentlich Damage. Hat der irgendeine random Flugattacke, mit der er in der G-Max Speed abgreifen kann? Auch nicht, leider. Okay, das wäre tatsächlich noch interessant. Nicht, ich schau mal hier. Nicht mal Schnabel oder so. Sad. Ja, der hat halt allgemein nicht viel Typings, ne, der kann sich selber die Sonne holen. Ne, kann er nicht, weil er einen Feuerwirbel macht mit seinen Feuersteps. So, was macht Käfer nochmal? Gute Frage. Der Max Move Käfer. Senkt das die Sühner? Bad Def? Nee, ist, glaube ich. Spezialangriff, ja. So, Special Attack. Das Special ist allerdings. Okay, ja, genau. Das, also, genau. Senkt den Gegner Spezialangriff. Ist okay, eigentlich. Ja. Also, Grassy Field kann er rausholen. Das ist cool. Ja. Genau. Dann recovert er immer noch so ein bisschen. Er kann auch das andere Feld rausholen mit Donnerzahn. Stahl Move fehlt auch, um so die Verteidigung für Rock Slides und so zu kriegen, ne? Ja, nee, optisch ganz cool, aber ich glaube, CP-technisch nicht wirklich von Relevanz. Nee, der Junge braucht einfach sein Item, das ist einfach so. Also, Gigamons sollten nicht zu easy outprepped werden und du musst ja nur irgendwas haben, was schneller ist und eine Rock-Coverage hat. Dann haust du den schon echt viel Schaden als Revenge rein. Aber für die VGC-Spieler hier in den unterm Video vielleicht interessant. Aber ich habe den da auch noch nicht gesehen. Ich verfolge ein paar VGC-YouTuber und Infernobot ist jetzt mir noch nicht ins Auge gekommen. Aber könnt ihr auch gerne reinschreiben, ob der da was macht oder ob das auch nicht wirklich ein Thema ist. VGC ist halt immer sehr begrenzt. So das Ding ist, das Auswahlfeld. Ne? Ja, wobei ich glaube, es gibt ja keine Regel. Du kannst ja theoretisch 6 Gigamons mitnehmen, theoretisch. Fast immer nur 1 Giga, so wie damals mit dem Mega-Monster. Da gab es ja auch mega viel VGC-Teams, die 2 Megas gespielt haben. Je nach Matchup halt. Ja, wenn du ihn da mitnimmst, einfach so, weil in der normalen Form, du spielst ja auch mit Item dann. Ah, ich glaube, der kann schon. Also, ich bin kein Experte, aber. Problematisch ist halt, dass Rock Slide in VGC immer ein Thing ist. Stimmt, ja. Das ist leider so. Und das wird vielleicht auch der. Ja, die will er halt besonders nicht haben irgendwie. Ja, stimmt. Ja, ansonsten, keine Ahnung, wäre ein Mon, das ich gerne mal spielen würde in der Draft-Liga, auf jeden Fall. Auch wenn er halt echt eindimensional ist. Ich meine, der hat viele Sachen und ich sehe da bestimmt schon einen Kommentar, der fragt, ey, warum sagt ihr nichts zu Siedewasser? Ist immer cool, wenn Mon Siedewasser kann, auch wenn es kein Water-Type ist. Aber, ey Leute, Feuerpeitsche ist so centralizing für den. Der muss das immer zocken, sonst ist der nur halb so viel wert. Das ist einfach so. Feuerpeitsche ist das, was abused werden muss. Der Move muss immer drauf sein, sonst ist das kein ordentliches Pokémon. Außer vielleicht auf dem Giga-Morn, da werden wir vielleicht einen fetteren Move mit dem Flammenblitz haben, aber ja.
Ich glaube auch. Von der Peitsche ist, glaube ich, echt einfach. Ja, den zockst du einfach. Keine Ahnung, der ist so gut, der Move. Ja, ne? Das ist halt echt mega geil. Das ist echt Wahnsinn. Ja, deswegen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Zapdos. Ich glaube halt, dass solche Moves eigentlich schon ziemlich heftig sind. Dass sie, das ist so ein bisschen wie Hausbruch irgendwie. Ein absolut kranker Move, in Anführungsstrichen. Ne? Sind natürlich jetzt bewusst ein bisschen übertrieben. Der aber zum Glück nur auf Gammel-Pokémon drauf ist. Und das ist mit diesen 100% Death-Drop-Sachen bisher auch so. Aber schauen wir einfach mal, was dann kommt. Ja, ansonsten, wenn du nicht mehr viel zu sagen hast, können wir uns noch einen Hashtag der Folge überlegen, den Leute dann drunter schreiben können, um zu zeigen, dass sie coole Leute sind und bis hierhin gehört haben. Siehst du, diese Reihe kam echt so lange nicht mehr. Ich habe den Hashtag des Videos sogar vergessen, dass das Ding gab. Gut, dass er mir eingefallen ist. Es gab viel zu lange nicht. Ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen schneller weitergeht. Wie viel Zeit wäre eigentlich genug da? Es sind nicht mehr so viele. Es sind vor allen Dingen noch ein paar Gala-Formen irgendwie. Ihr wart ja eine Zeit lang echt nicht unfleißig. Das muss man auch. Nee, ey, am Anfang haben wir rausgehauen wie Sau. Da waren wir halt auch noch übel gehypt. Natürlich macht mir das jetzt gerade immer noch Spaß. Und die Videos sind auch immer noch interessant für Leute tatsächlich. Aber der Hype ist natürlich jetzt einfach ein bisschen weg. Die Spiele sind ein halbes Jahr draußen, weißt du? Klar. Die meisten Leute kennen auch schon alles. Damals war vielleicht noch bei Bamons so ein Move, den man jetzt nicht erwartet hat, so der so ein bisschen so, what? Genau. Am Anfang hatte das Format hier halt immer noch so ein bisschen Informationscharakter. Jetzt ist es halt eher so ein bisschen Trash-Talk. Meinung und Unterhaltung. Trash-Talk, genau. Reden über alte RTL-Serien. Machen wir. Wollen wir irgendwie Hashtag Centipede Hunter machen? Ja, oder genau. So? Oder Hashtag Tausendfüßlerhunter, keine Ahnung. Centipede. Okay, schlafen wollte ich heute Nacht sowieso nicht. Dann machen wir Centipede-Hunter. Ja, Human Centipede-Hunter. Schreibt einfach irgendwas in diese Richtung unten rein, dann wissen wir schon Bescheid. Ansonsten, ich würde mich freuen, wenn ihr auch mal irgendwie die Meinung zu diesem Mon abgibt. Teilt ihr unsere Meinung, was zum Beispiel das Aussehen angeht? Gibt es ein paar coole Sets, die wir nicht bedacht haben, die vielleicht richtig awesome sind? Und wie gesagt, ne, ich glaube, wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen, mal so ein paar Erfahrungen, was Draft League angeht, zu hören. Und Ele, hast du noch was? Na, ich kann mich da nur anschließen. Also das mit den Draft-Erfahrungen, das würde mich sogar wirklich brennend interessieren. Oh. Yeah, I see what you ein Überleitungspunkt für Witz mich. War, der Witz war ziemlich heat. On fire, der Boy. Okay. Ja, ne, das Einzige, also flach sind die Witze hier nicht, nur Inferno-Pod ist flach. Ja, der Witz hat Inferno-Potenzial, muss ich sagen. Okay. Ich würde sagen, wir brechen das hier lieber ab, bevor es ganz schlimm wird. Deswegen, Ele, danke, dass du dabei warst. Danke für die Hallo, das hat mich gefreut. Schön, wieder mal mit dir zu labern. Ja, war echt cool. Und danke auch an die Zuschauer fürs Zuhören und zu gucken. Und wir sehen uns dann in 4 Monaten zur nächsten Analyse wieder. Zapdos. Ja, der Retalk. Also, sobald die DLCs da sind und neue Pokémon da sind, die kommen natürlich als erstes. So, aber dann streue ich natürlich die alten Mons noch weiter mit ein. Ich werde diese Serie zu Ende machen. Ich schwöre auf Zwiebeln, ja. Okay, ich hab's gesagt, ich schwöre auf Zwiebeln. Das wird durchgezogen. Ich dachte, du sagst irgendwas, was dir nichts wert ist. Keine Ahnung, Strat oder so. Und dann ja, natürlich würde ich jederzeit auf ihn schwören, aber das wird mir keiner glauben. Ne? Okay, gut. Danke, dass du da warst, wie gesagt. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Servus, abonniert den Isling Eslav Cool Plus.